Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder geschaut habt. Wir starten heute in unserem Haus. Können wir eigentlich so gerade pennen oder halt Kleiderschrank, aber ich habe hier einen Mod gefunden, so eine Reisetasche. Da können wir dann quasi schlafen und einen kleinen Kleiderschrank ist da drin versteckt. Wir gucken uns mal heute wieder, wir machen wieder eine grobe Übersicht von diesem Projekt. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle es jetzt auch komplett, dass ich drauf stream. Genau, da geht das Projekt auch richtig gut voran. Und drum gucken wir uns mal ein bisschen erstmal, was aktuell alles läuft oder was jetzt alles wird zum Laufen bringen. Ist einmal Woche Sonnenblume drosche und abgefahren. Dann müssen wir jetzt noch nur das Strohpresse, Sonnenblume Strohpresse. Aktuell wird nur gehäckselt. Ich glaube, das wollen wir auch immer andere Video nochmal machen, andere Let's Play. Da muss ich ein bisschen was umstellen. Funktioniert genau ganz so gut. Und Missionen wurden gemacht. Das ist aktuell der Stand. Genau. Ja, wir sind in den Startlöcher. Übermorgen geht's los. Kommt da LS25 raus. Ja, seht jetzt gerade am Aufnahmetag sehr. Es verabschiedet sich schon viele aus dem LS22. Ich hab vor, weiterhin da drauf zum Zocken, weiterhin drauf zu streamen. Das Projekt hat ja erst begonnen. Ja, einfach quasi zwei Games am Laufen zum Holz. Vor allem um die Kaljahreszeit. Da bin ich in der realen Landwirtschaft schon fertig. Dann hast du auch ein bisschen Zeit zum Zocken. Das wird auch immer früher dunkler draußen. Drum, da geht sich das, denke ich mal, schon aus. Natürlich der Haupt. Augenmerk wird auf 25 sein, aber also 22 gezogen mit seinen ganzen Maps und ja, ich persönlich finde es einfach ein geiles Game, wir haben sich jetzt schon so dran gewöhnt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist der erste LS, wo es mir echt schwer fällt, der Wechsel, aber irgendwie, ja, das ist so ein Mischgefühl irgendwie, voll geil, irgendwie finde ich es auch schade, so, weil es ja, einfach coole Mods dabei sind, ich habe auch schon ein bisschen gemoddet und so, da fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer. Aber wir jammern nicht rum, wir machen eigentlich auch, wir können auch gleich noch ein Bild machen. Für Sandmail, das vergesse ich nämlich immer gern. Den Mod gibt es dann auch wieder, aber der wird bald, denke ich mal, safe wieder kommen. So, gut, habe ich das auch schon erledigt. Jetzt auch ein bisschen. Ich habe es immer gefühlt, wenn der Lehrer in der Schule immer gesagt hat, wir kommen da ein bisschen zum organisatorischen Teil in dem Video und zwar zum Release vom 25. Mein Plan sieht ja so aus, übermorgen, den verkaufen wir gleich, weil das bringt gar nichts. Ich gehe mal wieder zurück. Zum Release, übermorgen, am Dienstag, am 12. November. Ist so, dass ich Gott sei Dank frei gekriegt habe vom Schaffen. Ich habe zwei Tage frei bekommen, beziehungsweise ich habe dieses frei einfach so reingehe. Habe ich mir so ausgedacht, dass ich morgens einen Frühschober mache. Wir machen morgens einen LS25 Frühschober auf ganz entspannter Rino. Natürlich morgens, also ich denke mal, ich war wahrscheinlich so, ja, kommt drauf an, vielleicht so ab der 10 um 10 Uhr vielleicht Stream starten. Bis mittags 12 Uhr, halb alles, alles. Sowas, da gucken wir uns einfach zusammen, der ganze LS25, wo vielleicht dann noch im Stream noch gleich Aufnahmen startet, die dann direkt am Tag, am Abend dann rauskommt. Eventuell, Obacht, eventuell wird am Abend nochmal gestreamt, mit dem Ehrenbruder Julian. Beim Julian ist nicht ganz safe, ob der an dem Tag freikriegt oder nicht. Drum. Kerse, wir sind dann auch morgens schon zu zweit im Stream. Aber wir haben dann so abgesprochen, dass, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, Julian, du kannst auch gerne runterschreiben, Brudi. Oder vielleicht auch der Martin, vielleicht bist du auch mit dabei. Morgens, gucken wir mal. Also auf jeden Fall wird bei mir ein Frühschober sein. Beide Tage. Ob ich abends dann auch noch streamen, weiß ich nicht, wie es mir zeitlich ausgeht. Genau, so wird mal, habe ich es mir mal ausgedacht. Ob das alles so passt, sieht man dann. Im Kopf ist da, wie es dann noch, ja, wie so oft, wenn man sich drauf freut oder wenn man sich so irgendwie ein Szenario ausmalt,
dann ist irgendwas. Drum kann ich das nicht final sagen. Da dann halt auch einfach, guckt einfach auf Instagram vorbei. Ja, jetzt auch, kleiner Spoiler, ich bin jetzt auf verschiedenen Social Medias aktiv. Da, also ich erfahre jetzt, wenn es losgeht, auf jeden Fall. Dann lassen wir uns auch mal wieder los. Genau, das zu diesem. Also, zusammengefasst, übermorgen am Dienstag wird zu 98% morgens ein LS25 fürs Shopper geben. Gucken wir den auf ganz entspannt uns an. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Also, das wird auch für mich das erste Mal sein, dass ich den zock. Genau, und was ich auch noch sagen wollte, es wird eventuell so sein, dass ich auf der Zilonka starte. Weil mir gesagt haben, Story-Projekt eventuell ist nicht ganz. Also, ich bin nicht der Fan der Asia-Map definitiv wieder. Also ich kann mit der Map überhaupt nichts anfangen. Dass mir sagen, ich starte dann auf der Ami-Karte. Aber da einfach darf doch gespannt sein, was mir für einen Petrus macht. Genau. So wird man da dann sein. Ich würde dann auch Streaming-Projekt und hier Let's Play und Timelapse-Projekt von der Zilonka machen, bis mal eine vernünftige Map rauskommt. So der Plan. Genau. Natürlich würde ich, irgendwie muss dann mit der, also, ja, okay, Mann. Natürlich die Story of Bergman wird dann im 22er nicht mehr laufen. Das wird also aus dem 25er dann sein. Wie mir, also ja, ist einfach so, das steht schon mal fest. Das teaser ich jetzt einmal oder spoilere ich schon mal. Dann muss man halt gucken, wie es hier dann quasi weitergeht. Und auf Instagram ist das eher easy peasy mit der Holzner Map. Das kommt eh so, wie es kommt. Gar kein Problem, ist bloß die Frage, wie muss dann mal. Vielleicht kommen wir auch wieder zurück auf die Metro. Mit LS22 oder mir war es mit LS25. Das müssen wir einfach sehen, das müssen wir auch ein bisschen rausfinden. Wie es am besten läuft, da dürft ihr dann auch gerne abstimmen, wie es ihr sehen möchtet. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall. Ne? Das ist jetzt mal eigentlich so mein Plan. Also, genau. Und dann am Mittwoch, am 13. bin ich auch daheim, habe ich auch frei. Da würde ich wahrscheinlich dann auch wieder bis dahin späten Grün auch wieder ein LS25 Frühschoppen machen. Ja, ich denke, am Wochenende habe ich bis jetzt auch noch frei. Das ist immer bei mir in der Pflege, ist das immer. Ja, kann sich immer ein bisschen viel ändern, aber. Mit Stream, aber das wollen wir dann auch. Guck, ich denke mal auf alle Fälle da auch. Checkt auch auf jeden Fall der Julian ab. Der hustelt dann auch wieder richtig durch. Und einer von uns wird immer Bonsai. Und dann wirst du vor allem jemand auch. Bei mir, Grüße auch Martin an der Stelle, an dieser Stelle, meine Stelle, an dieser Stelle. Weil er auch Bock mit dem Stream zum See. Dann einfach hier das schwäbische Trägesturm. Wo wir zusammen schwimmen. Heute auf jeden Fall direkt Bock. Jetzt, wo ich es aufnehme, muss ich ehrlich sagen, ich bin echt gespannt auf den 25er. Ich höre schon wieder so Mimi, ein bisschen in der Community. Mein persönliches Empfinden ist, ja, der wird wieder. Ja, also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er wird nicht flüssig laufen. Es wird für immer noch irgendwelche Bugs geben. Und am Anfang könnte es noch ein bisschen fad werden, wenn noch keine Mods draußen sind. Aber ich denke mal, wenn jetzt die ganzen Mods draußen sind und wenn das, die Modding-Szene wieder anläuft, dann wird das eigentlich ein ganz geiles Game werden. Vor allem die ganzen Features, was oder auch teilweise Fahrzeuge, wo jetzt mit drin sind. Zum Beispiel die meine heißgeliebte Goeweld-Presse ist mit drin, die stationäre, da freue ich mich schon richtig drauf. Auch so von dem Heu-DLC, von dem Gras-DLC sind schon mal Fahrzeuge dabei, Maschinen mit dabei. Geil wäre es, wenn er Vermahl mit dabei wäre, das ist aber noch nicht safe. Und was ich auf jeden Fall auch nochmal austesten würde, weil die ganzen OGs wissen es ja mit Fichtal,
wo man Holz gemacht hat, wo auf jeden Fall dann auch Forst mal gucken, wie sich das erfüllt. Weil ja vom Forst-DLC auch Fahrzeuge mit dabei sind. Wo ich mich echt drauf freue, auf das Feature mit der Kettensäge, wo das noch quasi, wo man das in Rügewagen dann damit transportiert. Mir wartet einfach ab. Also Hype ist bei mir auf jeden Fall jetzt da. Ich habe auch definitiv auch noch Bock dahin auf der LS22 wieder zum Suchen. Und mir schaut einfach mal, wie sich da alles 25 erfüllt, wie das sich spielen lässt. Ist immer merkst bei vielen, sieht man es ja im Stream oder halt auch in den Videos. Oder jetzt eh dann die Woche davor. Aber wenn man dann halt erstmal selber zockt, wenn man selber im G29 hockt und selber zocken kann, dann ist das eh noch ein bisschen wieder, fühlt sich das komplett anders an, wie wenn es so bei den anderen siehst. Da bin ich auch mal gespannt von der Belichtung her und so, wenn die ersten Shader kommen, die kommen eigentlich, glaube ich, 22 ziemlich schnell und so. Und was natürlich auch der erste Mod sein wird, weil meines Wissens nach, das kann sich jetzt auch ändern, das kann, also ich nehme jetzt 2 Wochen vor Release auf, dass die Modder vielleicht dann schon durch Editor gesehen haben und vielleicht die schon Ahnung haben, dass die auch recht schnell loslegen können. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, so wie ich mich informiert habe und meines Wissens nach, haben die Modder noch den Giants Editor noch nicht gesehen. Also kann es sein, dass wir uns ein bisschen gedulden müssen, bis da dann der erste Mod kommt. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind fast, oder wir sind auch im Ende vom Video gekommen. Wir haben eigentlich gar nicht so viel geschafft in dem Video. Ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich wollte euch ein bisschen da immer Lage-Update geben, dann auch ein bisschen Orga mit euch mal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Ich würde mich dann auch sehr freuen. Wenn euch der Content gefällt, dann aktiviert doch die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch in die Videobeschreibung vorbei. Das sind meine ganzen Partner, Links von Giants verlinkt. Ist auch Spero IT verlinkt. Martin mit seinem und mit seinem Kollegen, mit seinem kleinen IT-Unternehmen. Ich biete selber an, einfach da dann auch gerne mal nachfragen, wie es aussieht, wenn ihr da alles 25 kostet. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao und macht's gut.